Dann nahm er den Kelch, dankte und sprach: Nehmet ihn und teilet ihn unter euch.
der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus an Land stieg, sah er eine große Menge Volkes und fühlte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Sie aßen und wurden satt. Man hob noch 12 Körbe von den Stücklein auf, auch von den Fischen. Und doch waren es 5000 Männer, die gegessen hatten. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, du hältst die Geschicke der Menschen in deinen Händen und bist alle nahe, die zu dir rufen. Wir bitten dich, demütig, blicke in Gnaden hernieder und wende ab von uns Hunger, Krieg und jegliche Not. Erhalte die Völker in Einigkeit, Sicherheit und Freiheit. Und gib der Welt den Frieden durch Christus unseren Herrn. Amen. Dieser Ort und alle, die hier wohnen, die Früchte der Erde und die Werke unserer Hände. Im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich habe es nicht vergessen. Wie groß bist du?